Bereits zum sechsten Mal suchen die Stadtverwaltung Bautzen, die Energie- und Wasserwerke der Spreestadt und der hiesige Technologieförderverein clevere Energiesparfüchse. Nach der Auftaktveranstaltung im Januar trafen wir in diesen Tagen 5 solcher Tüftler. Die Schüler des Schiller-Gymnasiums besuchten eine Gasdruckregel- und Messanlage an der Neusalzaer Straße in Bautzen und brachten ihr Forschungsobjekt gleich mit, doch der Reihe nach. Thoralf Mennel ist der Experte der EBB und kann den Schülern ganz genau erklären, was es mit den vielen Messstellen auf sich hat. Die Tüftler wollen alles ganz genau wissen. Sie haben schließlich nicht jeden Tag die Gelegenheit, eine solche komplexe Anlage von innen zu sehen. Auch wir lassen uns die Funktionalität erklären. Diese Gasdruckregleranlage dient dazu, Ferngas aus den Übertragungsleitungen der Andras zu übernehmen, und wir kaufen das Gas hier ein, messen es also und regeln dann den Druck auf den Betriebsdruck, den wir für die Gasversorgung in Bautzen benötigen. 25 solcher Gasdruckregelanlagen gibt es im Stadtgebiet. Die an der Neusalzaer Straße ist die größte und versorgt so in etwa 4000 Haushalte. Na, und wenn es in den Tagen schon Geruchsfernsehen gäbe, würden Sie bei diesen Bildern als erstes die Fenster öffnen. In der sogenannten Odoriereinrichtung werden dem Erdgas Riechstoffe zugeführt. Erdgas ist ja an sich ein geruchloser Stoff, den wir aus Sicherheitsgründen riechbar machen, damit der Endverbraucher bei Leckagen gewarnt wird und diesen typischen Gasgeruch als Warngeruch wahrnimmt. Den setzen wir in der Anlage zu, dosieren mengenabhängig eine Schwefelwasserstoffmischung hier ins Erdgas hinein, und das sorgt dann für den typischen Gasgeruch. Ob der Chef der Anlage den typischen Gasgeruch selbst überhaupt noch wahrnimmt? Ich bin wahrscheinlich eine schlechte Testperson. Ich rieche Erdgas selber sehr spät und sehr schlecht, aber ich habe ja meine Frau, die da wesentlich sensibler ist und dann bei Gasgeruch schon Alarm gibt, wenn es denn so wäre. Zurück zu den Energiesparfüchsen aus dem Schiller-Gymnasium. Sie haben uns ihr Notstromaggregat mitgebracht und das soll erstaunlicherweise mit Propangas betrieben werden. Eines Tages kam unser Lehrer, der Herr Samuel, mit einem kaputten Notstromaggregat an, den er vom Schrottplatz geschenkt bekommen hat. Ja, und wir kamen auf die Idee, da dieses Notstromaggregat schon kaputt war, diesen doch mal mit Gas zu betreiben. Also ursprünglich wurde er mit Benzin betrieben und wir haben ihn jetzt so umgebaut, dass wir ihn mit Gas betreiben können. Wir lassen uns die technische Herausforderung erklären. Theoretisch sind es bloß 2 grundlegende Änderungen, die wir vorgenommen hatten. Das heißt einmal der Vergaser und als zweite Arbeit der Gasdruckregler. Seit einem Jahr tüfteln die 5 schon an ihrem Projekt. Einmal in der Woche treffen sie sich dafür beim Zuseum e.V. auf der Taucherstraße. Und dort soll das Notstromaggregat dann auch zum Einsatz kommen. Es ist für unser Spielmobil gedacht, was auch ein Projekt des Zuseums ist. Und daher wir öfters zu verschiedenen Festen fahren und uns man auch buchen kann, brauchen wir Strom, um beispielsweise Lichter oder Ähnliches zu betreiben. In der ersten Juniwoche ist das Aggregat dann in aller Öffentlichkeit zu bestaunen. Die Projektergebnisse der Energiesparfüchse werden traditionell in einer Ausstellung im Kornmarkt-Center präsentiert.